Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Bausel Mollade. Ja, mein Lieben, ihr seht, wir sind wieder am Schlüssel machen, da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, ne? Und wir machen uns mal hier an der Seite die Steuerung ein bisschen mit auf, ne? Weil ich spiele das Ganze ja jetzt mit Controller. Das bedeutet, das sollte eigentlich soweit. Ah ja, jetzt geht er hoch. So, machen wir das Ganze mal. Klappen wir das Ganze mal aus. So, eigentlich. Ah, okay, hier können wir so. Und hier können wir das Ganze so ausklappen. So, und jetzt schwenkt man das Ganze. Müssen wir natürlich noch ein Stück hoch machen hier, ist ganz klar. So. Und jetzt sollen wir den Haken, den machen wir mit A dran. So, jetzt heben wir das Ganze hoch natürlich. Ne, jetzt schwenkt man alt andersrum. So. Upala, noch ein Stück hoch. Es hängt ein bisschen. So, jetzt ein bisschen ausfahren das Ganze. Wie immer gilt, ne? Lasst das Däumchen da, meine Lieben. Wenn es euch gefällt. So, warte mal, jetzt müssen wir hier kurz ein bisschen drehen. Den Arm. Ne, das hier. So, genau. Perfekt. Müssen wir kurz hier hingucken. So. Ah, das wird. Wenn man da langsam ins Geschicke reinkommt, ne, dann sollte das auch eigentlich optimal werden. So, jetzt machen wir den Haken wieder ab. Jetzt klappen wir das Ganze wieder zusammen. So. Einmal rumdrehen wieder. Und dann sollte das alles kein Problem sein. Ah, ich bin so fasziniert, meine Lieben. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Es macht so Laune. Vor allen Dingen, es kommt hier ja auch absolut nicht auf Schnelligkeit drauf an oder so, ne? Ganz im Gegenteil. So, zusammenklappen. Nach unten klappen das Ganze. Na, bauen wir wieder ein. So, warte. Stück rum. So, genau. Und dann passt das. So. Jetzt müssen wir kurz sehen. Hilfe wieder anmachen. So, Kran rotieren. So, warte. Jetzt müssen wir. Genau. Nee, das war's nicht. So, Kamera, Kran rotieren, Hauptarm heben, senken. Wir mal gucken, tastaturmäßig. War doch normalerweise. So. Okay, steigen wir erstmal aus. Wir müssen ja jetzt den Generator anschalten. Ja, so, das bedeutet, wir schalten den Generator an. Ist ja überhaupt nicht das Problem, würde ich sagen. Ne? Ich muss mich auch erstmal reinfuchsen in das Ganze. So, perfekt. Jetzt haben wir wieder Strom. Jetzt hat er maximal wieder Strom. Maximal. So. Okay, gehen wir wieder zum Harpe. E-Beams der Harpe. Und sprechen mal mit ihm. Die Laterne hat das Dach eingerissen und muss dabei einige Leitungen beschädigt haben. Da muss eine neue Verkleidung drauf. Hebe zunächst die Laterne aus dem Dach und fahre dann zum örtlichen Baustoffhandel, um die benötigten Teile abzuholen. Los, wir sollten keine Zeit verlieren. Genau, es dringt. Es dringt. Wir haben absolut keine Zeit. Wie heben wir jetzt die Laterne? Auf der benachbarten Baustelle steht ein Turmdrehkran, ach du Heimatland, den wir benutzen dürfen. Du kannst die Straßenlaterne auch damit vom Dach heben. Ach, du glaubst es nicht. Ach, du glaubst es nicht. So, das ist der Kran hier. Okay, da müssen wir hin. Überhaupt kein Problem. Ja, überhaupt kein Problem. Die großen Maschinen. Das machen wir mit links. Das machen wir relativ mit links. So. Krane werden auf der Baustelle eingesetzt, um leichte und mittelschwere Lasten in erhöhte Position zu heben oder Betonarbeiten mit einem Betonkübel zu verrichten. Schnelleinsatzkräne und Turmdrehkräne funktionieren auf ähnliche Weise. Beide können sich um ihre eigene Achse drehen und bewegen Lasten an einem Kranhaken, der über die Laufkatze bewegt wird. Auf Baustellen können sie ausschließlich auf einem gekennzeichneten Kranplatz aufgebaut werden. Okay, Kranplatz. Gut, sollte uns jetzt eigentlich jetzt nicht Laufkatze und Indikator drehen, den Kran mit D, okay, und A, fahre Laufkatze vor, okay, senke und hebe, Kranhaken, okay. Im Boden wird der Indikator gezeigt, das sollte jetzt nicht so schlimm sein. Mhm, das sollten wir hinkriegen. Das sollten wir hinkriegen. So, hier haben wir die Laufkatze.
Jetzt drehen wir erstmal den Kran. So, warte, halt das mal zu weit. So, perfekt. Jetzt fahren wir die Laufkatze vor. So. Noch ein bisschen hier nachdrehen. So, und jetzt lassen wir die Laufkatze nach unten. Den Haken nach unten. Ne, nicht die Laufkatze. Die Laufkatze haben wir ja schon bewegt. So. Meine Fresse, ich hab ganz schön Schaden gemacht, du. Wie kann denn das nur. So, ey, warte. So, warte, warte, warte. Das war zu weit. Das. So, dann machen wir noch ein bisschen runter. So. Machen wir mal das Ganze wieder fest. Und jetzt heben wir die ganze Schose an. Angehängte Materialien können mit Shift links gedreht werden. Okay, perfekt. Immer die mal hier. Jetzt ziehen die mal ein Stückle zurück. So. Nicht gar so huppelig. So, warte, warte, warte. Ist ein bisschen. Okay, jetzt lassen wir das Ganze mal nach unten. So. Und ab. Und ab. Okay, wir haben ein bisschen. Haben ein bisschen. Haben ein bisschen gerubbelt. Aber nur ein bisschen. So. So, jetzt ganz langsam rüber. Ja. Und jetzt lassen wir das Ganze ab. Perfekt. Es werden Lichtabschnitt beendet. Okay, okay, okay. Perfekt. Steige in den Pritschenwagen. Okay, ja, wir müssen ja erstmal wieder nach oben ziehen, das Ganze. Ne? Wir können das ja nicht einfach so hängen lassen. Das geht ja nicht. So. Drehen wir das Ganze hier rum. So, dass es nicht mehr so drüber hängt hier. Na, wir haben es ja auch ordentlich übernommen. Also werden wir das auch ordentlich wieder abgeben. So, steigen wir aus. Ab zum Pritschenwagen. Etwas im Dauerlauf. Wir haben ja keine Zeit. So. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich die Dinger einfache, wär's gut. So, wie haben wir die Bordwende? Fahrmodus. Ah, Fahrmodus. Okay, wir machen das Ganze. Wir machen das Ganze jetzt so. Und fahren einfach mal mit Controller. Das sollte, denke ich mal, besser funktionieren. So. Baustoffhandel. Ach ja, wir können ja nicht. Ha. Bin ja hier vorne. Doch, klar, können wir hier vorne lang. So. Perfekt. Und ab geht die Luzi. Mit Controller fahren ist schon viel schöner, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, heute leckt es nicht so, weil gestern hat es ja ein bisschen geleckt. In der Folge habe ich gelesen, meine Lieben. Ja, der Excel, da liest sich auch die Kommentare durch. Ne? Man glaubt es kaum, aber es ist so. So. Und jetzt fahren wir zum Baustoffhändler. Okay, müssen wir hier reinfahren quasi. Okay, okay, okay. Das kriegen wir hin. Das ist überhaupt kein Problem. Perfekt. Da stehen wir schon da. Ah. Baustoffhändler. So, ich denke mal, kam gleich ein gutes Bild zustande. So, oh, Stielstapler. Ah, Stielstapler. Wenn du willst, kannst du die Baumaterialien genauso gut mit dem Gabelstapler aufladen oder du verwendest nochmal den Ladekran des Pritschenwagens. Nö, ich will mal Gabelstapler fahren. Aber halt, warte mal. Ich muss ja erst einmal. Warte. Drücke G. Wir beladen Gabelstapler, müssen Bordwände des Pritschenwagens geöffnet werden. Drücke G an der Ladefläche, um dies zu öffnen. Ah, genau das habe ich jetzt gerade gesucht. Genau das habe ich jetzt gerade gesucht. Perfekt. So, okay. Mal Bordwände aufmachen. Ja? Sei mal Mann, zieh mal ordentlich dran. Ach so, blöd. Na okay, perfekt. So, ah, das müssen wir laden. Okay, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Gabelstapler, ja gut, Gabelstapler wissen wir. So, Steuerung. Was passiert denn hier? Gabel rechts hoch runter, senke Gabel herab, so dass Paletten drücke, anschließend Arm, lasst es zu sichern. Mit R kannst du den Mast nach vorne oder hinten neigen. Okay, das kriegen wir, das sollten wir hinkriegen. So, warte mal, erstmal richtige Position. So, warte. Okay. Ah, okay, verstehe. Verstehe, verstehe, verstehe. Das kriegen wir hin. So. Hm?
Okay, warte, da kriegen wir, da müssen wir ein bisschen, oh, ein bisschen Gefühl drin. So. Mit A sichern das Ganze. So. Okay, und. Oh. Ihr seht, der Excel ist etwas konzentriert. Aber es ist halt auch geil, ne? Es ist halt auch geil. So. Okay, warte mal. Okay, warte, warte, warte. Noch ein Stück runter. Und wieder raus, jawohl. Dass die Dinge halt auch so schnell reagieren, ne? Das ist so eine Sache. Okay. Ein bisschen nach vorne kippen das Ganze. Der kann den Arm gar nicht weiter nach vorne kippen. Schade. Schade, schade, schade. Aber ist überhaupt kein Problem. Kriegen wir hin. Noch ein Stück runter, so, und rein. Perfekt. Hoch das Ganze. Hoch, rankippen. Und dann sollte es passen. So. Und vor. Will man mit der einen Kamera, mit dem einen drehen. Haben wir mal ein bisschen umdenken. Warte, das passt nicht ganz. So, jetzt komm, ja, rein, fuddeln, ja, komm. So, ab dafür. Und dann passt es. So, perfekt, am Mundo. So, steigen wir wieder aus. Machen wir hier wieder zu. So, Bordwende wieder nach oben. Unglaublich. Ah, ich find's geil. Ich find's einfach so geil. So, wieder einsteigen. Jawohl. Und ab geht die Post. So. Haben wir die Lieferung geladen. Und geht's wieder zur Baustelle. Ah, ist das nice, Leute. Ist das nice. Ey, ohne Flachs. Da freue ich mich schon auf den Multiplayer. Wenn wir dann ja im Multiplayer gemeinsam durchstarten. Aber ich will es erstmal so ein bisschen antesten. Wir werden mal ein bisschen reinfuchsen hier in das ganze Geschehen. Na? Und das wird, denke ich mal, richtig nice werden. So. Okay. Mal angehalten. Spiel wird gespeichert. Jawohl. Ab zum HP. HP, E-Beams. Bin wieder da. Nee, nix da, HP. Nix da. Okay. Warte mal. Ach, wir müssen. Ach, ich Ochse. Das muss ja. Das muss ja dahin da. Das muss ja. Hier hinten hin muss das ja. Ne, hier hoch. Okay, ne, dann brauchen wir aber. Pass mal auf, das machen wir aber mit dem Kran. Den können wir doch bestimmt benutzen, oder? Können wir den nochmal nutzen? Ja, klar, können wir den nochmal nutzen. So. Dann werden wir das mal hier. So, dann werden wir das mal hier nutzen. Wenn wir den großen Kran haben, ja, warum auch nicht? So. Lass mal hin hier. So, das sollte eigentlich relativ passen. So, und jetzt. Ab nach unten damit. Ziegel ab aufs Dach und dann sollte das eigentlich auch fertig sein. Oh, warte, komm noch ein Stück. So. Und dann heben wir das Ganze wieder auf. Und schwenken schon mal. Etwas nach oben. So, das soll da eigentlich ganz gut passen. Laufkatze wieder ein Stück vor. So. Und nach unten. Oh, jawohl. In der Drehung abgeladen, Junge.
Ist das geil. So. Nach oben und jetzt hier gleich wieder rüber. Wieder rüber schwenken. Halt, Stück nach oben. So, dass man nicht nicht so sehr rumschwenken. Müssen natürlich auch sehen, das schwenkt ein bisschen rum. So. Komm rüber, komm rüber, komm rüber. So, warte. Jetzt ablassen das Ganze, ein bisschen auspendeln lassen. Jawohl. Und fertig ist der Lack. So. Das ganze Ding natürlich wieder rüberstellen. So, ne, wissen wir ja. Haben es ordentlich übernommen. Also stellen wir das wieder hin. So, jetzt gehen wir wieder ab zum Harpe. Gucken, was der jetzt nochmal für uns hat. Haben wir doch ganz gut gelöst, ne? Muss man schon sagen. Ne? So doof haben wir uns jetzt gar nicht angestellt. So, habe E-Beams, da Axel. Der Supermarktbetreiber ist erleichtert und wir haben hier erstmal eine Sorge weniger. Ja. Gerade hat mich aber schon ein weiterer Anruf erreicht. Ach, da noch ist eher noch. Wohl ein Auto in eine Baugrube gestürzt. Wir treffen uns vor Ort. Okay, meine Lieben, was da passiert ist, das werden wir uns in der nächsten Folge anschauen. Na, wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich sehr gerne das Däumchen da. Und ich sage erstmal tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal.